Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Merkwürdighausen mit Familie Grusel und Kurios. Ja, den Ahnen von Bella Grusel und das hier ist der Noah Grusel und der wird heute dann auch noch aufs College gehen. So, momentan macht er Yoga, wie man sieht, sogar sehr erfolgreich, ist ja echt Wahnsinn. So. Ja, Egon wird nicht mehr allzu lange leben. Ich werde es jetzt auch so machen, also wie gesagt, den Noel. Den schicken wir jo, so nach 18 Uhr, irgendwann gegen Abend, sage ich mal. Werden wir ihn aufs College schicken. Er nimmt dann auch noch sein Zimmer mit, würde ich mal so sagen. Und dann werde ich mal ein paar Tage nur im College sein. Oh je, viele gießen. Ich weiß gar nicht, ob ich gießen soll. Gießen oder wegwerfen? Komm, probier mal das Gießen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ach, hier unser Hydro, nee, warte mal. Der Hydro-Roboter gießt nämlich schon auch. Deswegen weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht doch zu viel war. Naja, gut. Guck mal, das hier kannst du mal auffischen, mein Lieber. Die Fische füttern vielleicht. Und dann kannst du mal erstmal Sprudelbad nehmen. So, wo ist denn Tamara? Tuk, tuk. Irgendwo oben, ach, sie schläft, oder? Ja. Und Belinda, die ist, ach ja, die ist gerade aufgestanden. Oh, du kannst dich anziehen. Dir geht's sonst ganz gut. Dann gehst du mal auf die Toilette und dann gehst du ganz nach oben, weil wir sind ja hier dabei. Warte mal, ich schicke sie einfach mal hier hin. So, was haben wir denn? Ein Servo. Ich glaube, den haben wir noch nicht, ne? Den Mampfroboter haben wir. Ja. So. Den Servo machen. Yay! Ich hoffe, sie schafft das heute noch, weil ich echt gespannt bin auf die Roboter. So, was ich sagen wollte. Also, ich werde dann Noel und das College mal ein bisschen spielen. Kann sein, dass ich nochmal kurz hierher komme dazwischen. Das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ich möchte halt nicht, dass alle jetzt dann direkt sterben, wenn sie dann alle. Also andersrum, dass sie, wenn sie alle zurückkommen, dass alle gestorben sind. Das wäre ein bisschen blöd. Was natürlich doof auch ist, ist, dass Nepomuk da nicht älter wird. Naja, gut. Apropos Nepomuk. Du bist eigentlich jetzt auch ausgeschlafen. Dann zieh dir mal was an. Und dann würde ich sagen, holst du dir was zu essen. Okay, Sauberkeit, guck mal. Joe Cool ist kein Familienfreund mehr. Wir können mal hier gucken. Oh, Gartenarbeit und Gartenarbeit. Ich übernehme Kochen. Ich übernehme periodische Anfälle mutwilliger Zerstörung. Jederzeit ich übernehme. Was? Dieser freundliche, menschenähnliche Roboter ist nur einen Schritt vom Menschsein entfernt. Das Servomodell verfügt über eine geschlechtsvariable Key-Einheit. Das ist ein I, denke ich mal. Die alle Wünsche eines echten Menschen simuliert. Freundschaft, Erfolg, sogar Liebe. Sorge nur dafür, dass das Servomodell stets bei guter Laune bleibt. Sonst bist du derjenige, der die Aschehäufchen beseitigen muss, während dein neuer Freund funkensprühend in der Ecke liegt. Okay, es ist keine Optionen für benutzerdefinierte Einstellung verfügbar. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Nur leid. Was macht denn der wach? Oh. Das ist der Mampfroboter. Der bringt uns eine Pizza. Wie geil ist das denn? Wartet mal. Oh, Mist. Ich war jetzt vor lauter Begeisterung. Da will ich mal ein Bild machen. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich will ein Bild machen. Von unserem Mampfroboter. Ich weiß gar nicht, wer hat denn solchen Hunger, dass. Warte mal, ich muss gucken, wo da ist die richtige Taste. Wer hat denn solchen Hunger, dass. Warte mal, du kannst direkt sagen, guck mal, servieren. Oder hatte noch jemand anders solchen Hunger? Eigentlich, ja, Noel, ein bisschen. Guck mal, Noel. Kommst auch mal hier rein? Und genau, einmal essen.
Ich glaube, die Pizza hält ja nicht so lange. Jetzt kriege ich Hunger auf Pizza. Mann, no. Leute. Ah ja, gut. So, oh, Alex mit den 4 Tagen aber auch schon älter. Der schläft? Ja, der schläft. Ich bin gespannt. Sie wird wahrscheinlich eine ganze Weile dafür brauchen hier oben. Was habe ich denn da? Was mache ich denn eigentlich? Kathi Kurios und Belinda sind keine besten Freunde mehr. Na toll. Wartet mal. Hä? Ich muss mal gerade gucken, was für. Keine Ahnung, was ich da eigentlich lerne. Ich habe hier schon einen goldenen Orden, Talentorden. Ach so, mit Tamara war ich ja eigentlich auch dabei. Warte. Theoretisch hier weiterzumachen. Das schaffe ich aber irgendwie mit ihr nicht. Warum auch immer. Na gut, so, du wirst dann jetzt erstmal noch baden gehen und dann gehst du hoch und gehst dir dann weitermachen. So, die beiden Damen, die sind hier oben beschäftigt. Egon, mein lieber Egon, ich habe für dich irgendwie gar nichts. Kann ich Egon sprechen? Ja, okay. So, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal. Nee, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, die ganzen Orden. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Warte, Töpfern, Nähen. Wir könnten. Was wolltest du eigentlich irgendwann mal hobbymäßig machen? Das war, glaube ich, nur in Wissenschaft. Na gut. Guck mal, du kannst auch noch mal ein Stück Pizza essen. Danach gehst du mal auf die Toilette und ich glaube, du gehst erst mal schlafen. No, Noelle kann nun aufs College gehen. Hatten wir schon wegen dem Stipendium? Da hatten wir das letzte Mal schon. Das ist super. So, ich denke mal fast, ich könnte dich wirklich tatsächlich direkt schicken. Das heißt, dass wir dein Zimmer auch komplett eigentlich mitnehmen werden. So, das hier eigentlich auch noch. Dann kriegst du noch den hier. Das Teil. Oh, da ist, glaube ich, der MP3-Player sogar drauf. Warte. Das hier. Das hier, ich nehme sogar mal die Pflanze mit. Oh, können wir auch solch einen Putzroboter mitnehmen? Nehme ich das hier auch mit? Nee, ich glaube, das Bild lasse ich mal hier. Ist das nicht ein Putzroboter? Weil da kann Belinda eigentlich ja sogar noch selber einen machen. Na, wobei, egal. Nee, komm. Lassen wir das. So. Und dann gehst du. Achso, nee, erstmal abheben. Ich glaube, Egon, das ist für dich. Okay, komm, jetzt egal. Dann heb nochmal ab. Achso, schon aufgelegt. So, College. Oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Wer ist denn das? Bert Belzer. Aufs College-Gelände ziehen. Viel Spaß, Noelle. Ja. Noelle, der Sohn von. Wie hieß er nochmal? Oh mein Gott. Von Nervus, genau. Nervus Grusel. Dessen Mama Olivia Speck noch lebt. Weil ich sie nicht mehr weitergespielt hatte. So, es war schwer für Tamara zu lernen, dass es nicht reicht, die Blumen einfach nur in eine Vase zu stoppen. Was? Zu stopfen? Doch mittlerweile sind Tamaras Sträuße ganz ansehnlich. Oh, da erhält sie diesen simplen bronzenen Blumenstrauß-Talentorden. Yay! Endlich, Leute. Endlich. Oh, ich wollte aber. Warte, warte, warte. Das freut mich. Super, super, super toll. So, und er geht. Gänseblümchenstrauß wurde von Tamara fertiggestellt. Okay. Gott, jetzt sind wir nur noch zu viert hier. Sonne, ja, das ist fertig. Warte mal. Dir geht's doch noch gut. Verkauf das mal. Achso, die wollte da drüben spielen. Verkauf das mal. Ich hoffe mal, dass er lernen gegangen ist. Nö, nicht, natürlich nicht. So, und dann viele fertigen und zwar Wildblumensträuße. Oh, Tulpensträuße. Ja, sowas in der Art vielleicht. Cool. Das habe ich ja auch noch nicht gemacht, dass ich so viele gelernt habe. Wie geht's dir?
Ja, Komfort ist halt wegen dem Stehen irgendwie. Oh, du sollst die Mama nicht stören. Du hast nochmal Hunger. Dann geh doch nochmal runter und bestimmt ist noch ein Stück Pizza. Ist noch auf jeden Fall da. Nimm dann nochmal ein Stück und dann lerne. Ach, ich habe das nicht angeklickt, glaube ich. Sauberkeit. Oh, und der Hund hat Hunger. Egon, wo bist du? Der ist schon im Bett. Okay, warte. Dann machen wir mal so den Napf füllen. Ich glaube, der hatte nämlich. Ach ne, wobei, so dringend war es eigentlich jetzt dann doch nicht. Egal. Dann isst du wirklich erstmal dein Stück Pizza. So. Oh, wartet mal. Moment. Wo können wir denn da eine hinstellen? Warte, warte, warte. Passt da noch eine mit da drauf? Ach Gott, das ist ein ganz großer Strauß. Ja, krass. Kommen wir dann um die Ecke noch? Ich glaube schon, oder? Sollte eigentlich gehen. Rat so. Also den Napf füllen und dann einmal lernen Sauberkeit zum nächsten Mal oder so. Keine Ahnung. So, du lernst, Quatsch, du schläfst. Wie alt ist er jetzt? 80. Wow, er ist 80. Oh Gott, die sehen aber wirklich kränklich aus hier vorne. Ach, das wollte ich ja mit ihm machen, ne? Ich wollte gärtnern. Blöd. Na ja, gut, okay. Ich glaube, ich muss die wegschmeißen. Ich kann die nicht gießen, oder doch? Er gießt die nämlich nicht mehr. Die sind echt zu oft gegossen worden. Guck, er fährt total vorbei hier. Oh, er lernt ja voll schnell. Hui, noch eins. Wir sind gleich voll. So, Tamara, ich muss mal. Hier ist noch eins. Ich muss mal wegen euch beiden gucken. Oh Mann, mach, 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 bitte. Ich will es heute noch wissen. Komm schon, Belinda, du schaffst das. Ich will ihn sehen. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wie dieser aussieht. Und du? Warte, warte mal ganz kurz. Ach, das geht nicht. Doch, warte. Kann ich? Oh Mist, Digga. Wegwerfen. Und dann möchte ich mal einfach, dass du die Tulpensträuße. Okay, bunte. Bin ich auch mal gespannt, wie, ob das dann auch so ein großer Topf ist quasi. Hattest du jetzt noch ein, ah, noch zwei weitere? So, wie weit bist du denn da? Halt, eins weiter. So, er sitzt voll. Krass, oder? Der hat super schnell gelernt. So, dann kannst du. Ich würde das gleiche mit Mechanik lernen. Mechanik. Hallo, Bella. Ja, ihr fehlt immer noch das Bett. Was habe ich daraus gelernt? Entferne nie das Bett. Darf hier dann jemand anders in dem Bett schlafen? Ich weiß es echt nicht. So, umziehen einmal Alltagsklamotten. Und wir gucken mal, ob du das noch retten kannst. Gieß das mal. Ich hätte jetzt irgendwie zu düngen oder so. Das ist ja echt doof. Oh Gott. Ich glaube, Belinda wird gleich aufhören wollen. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Dann geh mal hier runter und mach mal ein Sprudelbad. Und danach gucken wir mal, wie es dir dann geht. So, die Pizza steht immer noch da. Egon ist auf dem Weg nach unten. Warte mal, ich spule mal ein bisschen vor. So. Warte doch mal, Egon. Ach so, aufwischen. Welchen hast du denn jetzt? Ah, guck mal. Gut, okay, dann gießen, gießen, gießen und gießen. Und dann, upsala, na gerade ging es doch, pflegen. Schauen wir mal, wie viele man noch retten kann, vielleicht. So.
Du bist hier drinnen, sehr schön. Ich hoffe, dass dir geht's soweit gut. Ihr strengt das natürlich auch irgendwie an, ne? Ich guck mal. Oh, das sind kleinere. Warte mal. Das ist alles voll hier. Schade. Hier könnte man es draufstellen, Manu. Oh, wir können eins ins... Wobei der große Strauß sähe vielleicht sogar besser aus. Warte mal. Machen wir mal so. Okay. Okay, so. Und das hier stellen wir nämlich dahin. Perfekt. Hätte man vielleicht sogar eine andere Farbe nehmen können. Aber egal. So, mein Lieber. Wie weit bist du schon wieder voll? Ja, er ist schon wieder voll. So, dann leg mal alle Bücher weg. Und dann geh erstmal ins Bad. So. Egon, wie schaut's aus? Och, er Lutz ist auch sauer, wenn. Das gibt's doch nicht. Jetzt warte mal. Viele pflegen. Ich hoffe, dann macht er die anderen auch. Und das hier? Ach, und dann können wir es wieder nur gießen. Doof. Willst du ein Kind haben oder was genau? Komisch. So, sie macht mal wieder Tai Chi. Komm, du gehst mal weiter. Verschrotten, weiterfertigen. Oh, ich denke mal, wir schaffen es nicht. Okay, aus diesem Grund, weil mich das wirklich interessiert, würde ich dann doch noch mal einmal... jetzt ist sie auch kaputt und fertig. Dann würde ich wirklich sagen... was? Egon erhält den bronzenen Gärtner-Talentorden. Wie cool. Benutzen? Nee, ich habe doch schon benutzen. Also ich würde deswegen wirklich einfach mal sagen, dass ich doch nochmal hierher komme, bis dieser Servo fertig ist. Also dass ich da, wie ich es bisher hier gemacht habe, einmal College, einmal das Haus hier. Aber ich warte jetzt gerade noch einen Moment. Vielleicht kriegt es jetzt noch hin. Ach, das ist die Leiste, wie lange das noch dauert, denke ich mal. Naja gut, dann schaffen wir es doch nicht ganz. Ja, es ist jetzt ein bisschen über die Hälfte. Na gut. So, Egon. Egon. Okay, ja genau, mach das mal. Du hast überhin den Bronzenen. Oh je. Schade eigentlich, dass ich nicht mit Geistern reden kann. Nimm noch mal ein Stück und dann geh noch mal auf die Toilette und dann säubern. Und was macht er? Ach, was machst du da? Reden halten. Warte mal, wir können doch Charisma auch mit diesem wundervollen Bücherregal lernen. Wie alt ist er? 3 Tage wird er zum Teenie. So, er isst noch mal. Wie schaut's bei euch aus? Ah, okay. Naja, gut. Ja, dann würde ich sagen, also das nächste Mal gehe ich auf jeden Fall nochmal aufs College. Dann zieht also Noelle auf dem College ein. Und wir erleben dann diesen Tag. Und dann komme ich auf jeden Fall nochmal hierher, weil ich einfach wirklich, wirklich einfach nur gespannt bin auf diesen Servo. Deswegen spule ich gerade noch ein bisschen vor. Nun gut. Ja, so mache ich es jetzt dann doch. Ich weiß zwar, dass Egon... Also... Ich weiß nicht, der könnte nämlich jetzt an dem Tag dann noch sterben. Aber dann ist es einfach so. Ich gucke mal ganz kurz, wie er sich mit seiner Tochter versteht. Ganz gut. Gut, dann sage ich erstmal einen Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Sagina Dau. Ciao, ciao.